Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte schon Part sagen, ich habe es schon so eintrainiert irgendwie, dass ich immer sage, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von... Nein, diesmal ist es ein kleines anderes Video, im Hintergrund seht ihr irgendwas anderes. In dem Fall ein Speedpaint. Keine Ahnung, ich habe einfach mal, weil ich zurzeit wieder Dragon Ball gucke oder das heißt wieder... Seit meiner Kindheit habe ich Dragon Ball nicht mehr geguckt und jetzt habe ich es wieder von vorne angefangen und da dachte ich, ach... Was packst du jetzt in dieses komische Video, was du machen willst, in den Hintergrund? Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach mal einen kleinen Son Goku zu zeichnen. Und ja, das ist daraus geworden. Aber eigentlich möchte ich auf was anderes hinaus. Und zwar, dass ich jetzt quasi mir vorgenommen habe, mal regelmäßig Videos zu bringen, weil ich ja mal wieder mal einen Tag nichts gemacht habe und auch nicht wirklich geregelt was hochgeladen habe, so... einem Spiel irgendwas oder weiß nicht, es war einfach so ein Chaos in letzter Zeit und deswegen habe ich seit einer Woche jetzt einen Plan erstellt. Den könnt ihr auf meinem Kanal sehen, also wenn ich habe es sozusagen unter Kanalinfo verlinkt, der heißt Wochenplan. Ja, da könnt ihr halt sehen, was so welche Projekte momentan anstehen und wann sie da sein werden beziehungsweise wann sie hochgeladen werden. Und darauf wollte ich halt nur hauptsächlich hinweisen mit diesem Video, weil das wahrscheinlich die meisten nicht mitbekommen werden. Und ja, wichtig ist eigentlich nur zu wissen, jeden Tag kommt ein Video mindestens. Und eigentlich ja, wird es wahrscheinlich noch so sein, dass es immer nur ein Video pro Tag sein wird. Das heißt nur, ist ja auch schon okay. Und dass ich immer regelmäßig jeden Samstag ab 20 Uhr streamen werde oder, wenn es Samstag nicht geht, an einem Sonntag, also an dem folgenden Tag, also Sonntag, ab 20 Uhr. Genau, wichtig ist noch zu sagen, dass ich den Plan auf jeden Fall wahrscheinlich noch variieren werde. Natürlich werden sich die Projekte ändern, sobald die alten Projekte beendet werden. Und genau. Und ja, wichtig war mir eigentlich auch nur, dass ich mir auch das mit den Streams so vornehme, dass ich die festlege, wann sie stattfinden, weil ich das meistens nur twittere und die, die YouTube benutzen und mich vielleicht hier abonniert haben, aber kein Twitter haben, aber trotzdem gerne einen Stream sehen wollen, wissen das halt dann nicht. Und ja, das Einzige, was ich auf YouTube mache, ist dann so ein Video, wenn ich gerade erst online komme. Und deswegen wollte ich das im Voraus so festlegen, damit ihr Bescheid wisst. Ja, genau. Dann steht da auch meistens der nächste Termin, wenn ich das nicht vergesse zu aktualisieren. Ja. Sieht auf jeden Fall noch ein bisschen hässlich aus, diese Tabelle, aber vielleicht werde ich sie im Laufe der Zeit so schöner machen. Im Moment habe ich die halt nur so erstmal gemacht, damit sie überhaupt existiert. Und wichtig ist auch noch, dass da eine kleine Umfrage ist, aus Spaß. Und ja, das ist, also die Umfrage könnt ihr dann einfach benutzen und also die ist eigentlich, weiß nicht, gemischt. Also einerseits hat es den Grund mit der Umfrage, dass ich halt sehe, was ihr überhaupt so sehen wollt, worauf ihr Lust habt. Und allgemein einfach nur so eine Art, ja, aus Interesse, eine Art Umfrage, was gucken die Leute vielleicht am meisten oder was wollen die am meisten gucken. Das bedeutet nicht, dass ich jedes dieser Projekte, die dir vorgeschlagen werden, zum Beispiel spielen werde, aber das ist zumindest... dass ich zumindest einen Überblick habe, wie das alles ankommen würde oder worauf ihr überhaupt Lust habt. So. Und das wollte ich einfach mal nur machen und vielleicht gibt es auch mehrere Umfragen, also guckt regelmäßig vorbei oder ich werde euch Bescheid sagen, wenn die nächste Umfrage da ist. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr mir da auch am Ende der Umfrage vorschlagen, was für ein Spiel ihr sehen wollen würdet von mir. Also einfach allgemein irgendwas, was euch einfällt. Meistens werde ich das wahrscheinlich nicht besitzen oder so, weiß ich nicht, kommt drauf an, was für ein Spiel das ist. Aber ihr könnt zumindest was vorschlagen und dann habe ich zumindest was im Kopf oder ein Bild vor Augen, was ihr überhaupt möchtet. Genau. Kurz noch zu dieser Tabelle, zu dem Wochenplan.
Ich habe ja aufgeschrieben, dass es ein Hauptprojekt und zwei Nebenprojekte gibt und anderes. Heute ist zum Beispiel ein anderes Tag. Das klingt komisch. Da steht jetzt Sonntag. Ja, kommt halt ein Video, aber das ist halt eher so ein random Video, wie ich es auch benannt habe. Das ist halt sowas wie jetzt, ein Speedpaint oder sonst was. Vielleicht aber auch einfach nur ein normales Let's Play Video. Je nachdem, ob mein Einfallsreichtum zu Neige geht und mir nichts einfällt für diesen Tag. Ja, ansonsten ist eigentlich alles klar. Das, wie gesagt, könnte sich alles nochmal ändern, aber ich wollte zumindest mit diesem Video mal hauptsächlich darauf hinweisen, dass dieser Plan überhaupt existiert und dass ihr reinschauen könnt. Und ja. Und die Umfragen existieren auch. Ja, dann war's das. Ihr könnt auch das Speedpaint zu Ende gucken, wenn ihr wollt. In der Videobeschreibung habe ich noch ein paar Sachen wahrscheinlich dazu verlinkt und beschrieben, wie lange ich gebraucht habe und so weiter. Und ja, danke fürs Zusehen und Zuhören, besser gesagt. Tschüss.